Sports. It's in the game. Und dann muss ich es auch schon wegklicken. Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo F1-Fans. Herzlich willkommen zu meinem Lieblingsspiel Formel 1 2021. Warum sage ich Lieblingsspiel? Ich habe zu diesem Spiel eine Hassliebe. Ich habe es mir gekauft. Nachdem ich das letztjährige von Codemasters zur Verfügung gestellt bekommen habe und nach 3 Rennen gesagt habe, es geht mir auf den Sack und habe es eingestellt, habe ich es mir dieses Jahr gekauft. Es ist schon skurril. Es ist einfach skurril. Ich weiß selber nicht, was mich dazu bringt, dieses Spiel kaufen und spielen zu wollen. Ich habe keinen blassen Dunst. So, Fahrhilfen habe ich mal auf Elite gestellt, weil ich mache ja einen Simracing-Kurs, also Simracing Academy mit. Und da lerne ich ja, wie man fährt. Also muss es auf Elite gehen. So, Grafikeinstellungen. Hier habe ich gerade eben einen Benchmark laufen lassen auf Ultra hoch. Eventuell cutte ich euch das hier rein. Dann könnt ihr euch mal ein ultra hohes Benchmark angucken. Oder machen wir... Ne, ich glaube, ich mache es einfach nochmal. So, ich habe Aserbaidschan genommen und NAS, weil das ist das, was am meisten die CPU fordert. Und wenn ich aufnehme und die Grafikkarte und die CPU gefordert werden, dann sehe ich hier am realistischsten, wie dann mein Let's Play sein wird. Und deshalb wollte ich eigentlich runtergehen von ultra hoch auf hoch. Es macht keinen großen Unterschied von der Grafik her, finde ich. Es ist einfach ein bisschen FPS-freundlicher zu meinem Aufnahmesystem. Aber ich habe einen Uralt-Rechner, der ja, locker 5-6 Jahre alt ist. Und das lief hier, also auf ultra hoch im privaten Test. Ohne Probleme. So, virtueller Spiegel ist an. Wassertropfen auf der Kamera. Spiegelungen in Wasserpfützen. Gischt, die aufsteigt. Und wir haben 53, 54 FPS. Schon mal interessant zu sehen, dass die KI keine Regenlinie kennt. Und ihr Bremsverhalten vor Kurven ist irgendwie seltsam. Ich würde ja sagen, das ist ABS-Bremsung und Traktionskontrolle, die wir hier sehen. Ich habe die Einstellung für die Cockpit-Kamera übrigens noch nicht gefunden, dass ich die nach vorne stellen kann. Die suche ich noch. Weil das normale Field of View ist ja für mich Gift ohne Ende, ne? Da treffe ich dann keine Kurve mehr. So, das war Mick Schumachers Rennsieger, ganz klar. Das war das Benchmark in Aserbaidschan im Regen. Und jetzt sehen wir gleich noch den Bericht. Dann seht ihr, welches System ich habe.
Nämlich ein Intel i7-6700K. 4 Kern ist es, glaube ich, mit 8 Threads. Ab 4 GHz. Und eine NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6 GB. Und 16 GB RAM und das Ganze auf Full HD Ultra. Hat Minimum 52 Frames und Maximum 65. Das sind allerdings auch die schlimmsten Bedingungen, die man einstellen kann. Plus im Hintergrund wird noch aufgenommen, also sprich über die Grafikkarte auch noch gerendert. So, ich hoffe, ich habe jetzt Force Feedback. Das war nämlich mein erster Aufnahmeversuch. Da hatte ich kein Force Feedback. Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt und habe gesagt, da muss ich nochmal neu starten, nachdem ich rausgefunden habe, woran es liegt. So, realistische Leistung ist eingestellt. Ich bin noch am Überlegen, wo der Knopf 3 ist. Einfach herrlich, wenn an dem Lenkrad keine Knöpfe benannt sind. Ah ja, so, da könnte man noch gleiche Leistung einstellen. Es ist interessant, weil es gibt ja hier Zeitfahren und wenn du gleiche Leistung einstellst, dann müssten alle Autos die höchste Leistung haben und bei realistisch, da haben die Autos nicht die höchste Leistung, sondern dann ist einer stärker und einer schlechter. Und wenn du dann hier ein Zeitfahren machst, wo es um Hitlisten geht, dann ist das ja ein bisschen unfair, dass man das eigentlich umstellen kann, oder? Irgendwie, keine Ahnung. So, wir gucken uns das Ganze mal an. In Spanien mal eine kleine Testfahrt machen. Wir sehen hier die Zeiten, die so gefahren werden. Das ist eine 1.13.8. Ich fahre hier eine 1.20.3. Aber ich habe auch das Standard-Setup genommen. Also bin nicht benutzerdefiniert und habe keinerlei Fahrhilfen an. Ich hatte einfach dieses Setup hier ausgewählt und bin mal rausgefahren. Und jetzt hoffe ich nur, dass wir ein Force Feedback haben, sonst kriege ich langsam die Krise hier. Ja, sehr schön, ich habe Force Feedback. Ja, war jetzt ein bisschen holpriger Anfang. Hab die Abschlusskurve nicht gut gekriegt. Oh, nicht gut. Zu weit rausgetragen worden, da ist er weg. Okay, gecuttet, zählt auch nicht. Ja, der kommt einfach nicht um die Kurven rum hier. Das ist mein Hauptproblem. Aber das Fahrverhalten fühlt sich echt geil an. Ich habe das Gefühl, ich spüre, was das Auto macht und was es nicht macht. Oh, das sagt der Auris gecuttet. Was sind das hier für Regeln? Fährst du mal so eine Hammerrunde und wegen einer Kurve sagt er, ist gecuttet, zählt nicht. Hui.
Körb, doofer Wicht. Also, ist ultra realistisch, dass du auch den Körbs halt das Auto verlierst. Das ist auch ultra realistisch, dass sie dich wegen jedem bisschen neben die Strecke fahren, ob du es freiwillig machst oder nicht, direkt abstrafen. Ja, also es gibt auch wieder gecuttet und dann drehe ich mich, weil krass. Gut, naja, wie auch immer. Ich will ja jetzt auch nicht stundenlang irgendein Zeitfahren machen, das kann ich privat machen. Wir beenden mal die Session. Ja, wir hatten 1.19.6 mit Trafo. Ja, was können wir noch gucken, was Leute interessieren könnte? Ach ja, genau, die Länge der Trainingseinheiten in der Karriere wären vielleicht mal nicht schlecht. Machen wir mal Einzelspieler-Karriere, machen wir mal Fahrerkarriere. Habe ich nicht vor, weiterzumachen. Keine Sorge. Ich will nur mal gucken. Ach so, das ist dieses mit echter Saisonstartbeginn. Wir wollen eine komplette Saison fahren. Mit eigenen Einstellungen. Ach du lieber Schreck. Fahrhilfen. Elite. Passt. Karriereeinstellungen. Die Presse ist an. F&E-Verwaltung ist an. Kann man alles ausschalten. Das ist ja auch geil. So, Teamanerkennungsrate Spieler. Teamanerkennungsrate KI. Defekthäufigkeit. Standard. Technische Probleme treten mit normaler Häufigkeit auf. Lege fest, wie oft technische Probleme auftreten. Defekttypen. Standard. Mechanisches Versagen ist deaktiviert. Mechanisches Versagen ist deaktiviert auf Standard? Ja, dann müsste ich ja auf Hochstellen. Technische Störungen sind aktiviert. Mechanisches Versagen ist aktiviert. Dass die Karre auch ausfallen kann. Macht ja keinen Spaß. Sonst habe ich ja nichts zum Fluchen. So, Regeln. Flaggenregeln an. Strenge bei Kurven schneiden regulär. Streng. Nee, laufen wir mal regulär. Ich hole gar ein bisschen weiter aus. Park Fermé ist an. Du kannst nichts mehr machen. Okay. Kann man also auch alles ein- und ausstellen. Oh Gott, KI-Schwierigkeit. Bitte. 31. Überhole ich hier im Rückwärtsgang. Weiß nicht, 80? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier der Schwierigkeitsgrad ist. 80 war beim letzten Let's Play. Oberflächenart realistisch. Was ist das denn schon wieder? Ah, die Oberflächen neben der Strecke. Kann man auch vereinfacht machen, dann ist es halt nicht so ein Problem. So ist es ein Problem. Rettungsmodus, Rückblenden. Keiner. Unbegrenzt. Kannst du alles einstellen. Niedrig, Mittel. Kann man auch wählen, wie viel man will? Nee, nur unbegrenzt oder so. Autoschaden reduziert. Simulation. Das wird interessant. Das wird interessant. Häufigkeit Autoschaden. Lässt sich festlegen, wie schnell ein Auto von Kollisionen beschädigt wird. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich will beschädigt werden. Realistisch. Aber ich will reduziert, dass Schaden auftritt. Das ist ja auch geil. So, geringer Treibstoff. Einfach. Was ist einfach? Spitzengeschwindigkeit des Autos wird leicht reduziert, wenn man wenig Benzin im Tank ist. Spitzengeschwindigkeit des Autos wird deutlich reduziert, wenn zu wenig Benzin im Tank ist. Was ist denn das für ein Witz? Wenn wenig Benzin im Tank ist und auf schwer gestellt wird, dann kann er leer gehen und dann war's das. Da wird nicht die Geschwindigkeit reduziert, da bleibst du liegen. Gut. Anti-Ausfallschutz gibt's also auch noch. So, Rennbeginn ist unterstützt oder manuell. Was ist unterstützt? Ob Rennstarts unterstützt oder manuell sein werden. Bei manuellen Starts musst du die Kupplung kommen lassen, um in Bewegung zu kommen. Und unterstützt nicht.
Dann gebe ich einfach Gas. So, Kollision an. Lässt festlegen, Autos kollidieren können oder nicht. Sind Kollisionen deaktiviert, werden Autos durch sich durchfahren. Echt eine Karriere, wo Autos durch sich durchfahren. Wo sind wir hier? So, Reifentemperatur, Oberfläche und innen, nur Oberfläche. Also da kann man ganz schön was einstellen, mein lieber Mann. Genauigkeit von Vorhersagen, Wetter. Relativ genau oder perfekt? Können wir es auch ein bisschen spannender machen. So, mal gucken, ob das jetzt geht. Trainingsformat komplett. Qualifying komplett. Saisonlänge mittel. Geht. Das geht. Wie geil ist das denn? Das habe ich immer jahrelang habe ich drauf geschimpft, wenn ich gesagt habe, ich will 25% Rennen fahren. Dann hatte ich irgendwie nur zwei Trainings und die waren das ist immer noch gekürzt. 30 Minuten. Wenn ich Trainingsformat komplett mache und das Qualifying-Format komplett mache, warum wird die Saisonlänge, warum wird mein Training reduziert? Das verstehe ich nicht. Warum darf ich nicht 60 Minuten trainieren für ein 25% Rennen? Warum verbieten sie dir das? Für ein 5-Runden-Rennen 30 Minuten Training reicht. Für ein 25% Rennen 30 Minuten Training, ich will da ja Setups bauen und alles, nicht so. So, da muss ich 50% Rennen machen, ist für die Videolänge doof. Kann ich dann aber 60 Minuten fahren. Was ein Grund. Die lernen es einfach nicht. Warum darf ich nicht einfach sagen, ich möchte 60 Minuten Trainings haben? 3 Stück, Dankeschön. Was ist das Problem? Naja, das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, wo alles schnell gehen muss. Hat ja keiner mehr Zeit. Hat ja einfach keiner mehr Zeit. So. Das waren alle Einstellungen, glaube ich. Bestätigen wir die mal. Als allererstes müssen wir einen Charakter auswählen. Ach du. Ich wollte doch nur fahren. Ich hatte doch einen angelegt. Der wird hier nicht übernommen. Muss ich für jeden Scheiß einen eigenen Charakter anlegen, ja? Wenn ich irgendwo im Spiel schon einen Charakter angelegt habe, mit Auto, mit Farben, mit Helmdesign, mit allem drum und dran, kann er den nicht einfach hier importieren. Das ist traurig. Gut. Wird eh gelöscht. Kümmern wir uns zuerst einmal um das Aussehen deines Fahrers. Kann ich das importieren? Auch nicht. Und zu guter Letzt müssen wir uns noch entscheiden, für welches Team du fahren wirst. Überleg es dir gut. Denn wenn du erstmal in der Formel 1 bist, musst du Ergebnisse erzielen, die den Erwartungen deines Teams gerecht werden. Ja, das kann ich. Deshalb fährt man am besten dort, oder? Ja, ist keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht. Ich will ja an sich auch das Let's Play nicht so starten. Ich wollte ja nur mal gucken. Komm, wir gucken mal. Wir wollen Bottas ersetzen. Das wäre alles. Was wir hier fest. Ich will einfach nur mal gucken, wie so eine Karriere losgeht, was man einstellen kann, wie lange man die Rennen machen kann. Mal in die Menüs reingucken eben.
So, wir haben Nachrichten von Toto Wolf und von Olli, wer auch immer Olli ist. Einrichtungen, F und E. Können wir irgendwo Punkte reinballern? Wir haben wieder beschränkte Teile. Verträge, okay. Ah, Moment, ich habe den Hamilton ersetzt. Ich wollte den Bottas ersetzen. Das ist dumm gelaufen. Sorry, Louis. Man sollte besser lesen. Fahrerprofil, Helme, Gesten. Ja, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Also auch die Karriere macht deutlich was her. Wir haben 2500 Punkte, wir haben 300.000. Warum haben wir Geld? Warum habe ich 300.000? Was bringen mir die 300.000? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Was bringen mir die 300.000? Kann nix. War nicht online. Bonusleistung, Ressourcenverwaltung anerkennen. Ja, aber was bringen mir die 300.000? Das ist die große Frage. Wir machen einfach mal weiter. Wir sind ja fürs Team nicht verantwortlich. Ich kenne mich da nicht aus. Wöchentliche Ressourcen werden uns gut geschrieben. Also wir sind scheinbar doch fürs Team verantwortlich. Ja, die Autovorstellung ist cool gemacht. Die Musik habe ich leider deaktiviert. Weil Musik ist immer so eine Sache, vor allem bei EA-Spielen. Die nehme ich gern, die kaufen gern mal ein bei Musik. Und dann wirst du gestrikt. Und dann war es das mit dem Video. So, ja, wahrscheinlich müssten wir Punkte hier irgendwo reinsetzen. Oh, das sieht neu aus. Ja, du hast nur noch die Option. Also es ist nicht mehr so ein kompletter Baum. Das ist schon mal gut. Das finde ich gut, weil dadurch bist du ein bisschen, du kannst einfach sagen, okay, ich möchte die Luftleitbleche verbessern oder den Kabelbaum oder die Kurbelwelle. Wo sind wir denn vorne? Können wir irgendwo sehen, wie das Ranking ist? Das ist das empfohlene Upgrade, oder was? Okay. Dauert 18 Tage und wir sind wirklich verdammt schlecht dafür, dass wir Mercedes sind. Nee, ich will die Entwicklung nicht abbrechen. Die sollen schön entwickeln. Ja, es sieht ganz interessant aus, wie sie das gemacht haben. Also es ist ja fast wie meine Teamkarriere. Also praktisch so wie letztes Jahr die MyTeam-Karriere. Die ich auch dieses Jahr machen will. Gut, jetzt ging es zum Rennwochenende. Ich glaube, das soll es mal gewesen sein als Einblick. Oder wollt ihr auch noch sehen, wie es ins Rennwochenende geht? Ladezeiten und so. Ich werde nicht fahren. Ich werde nicht mehr fahren. Nicht im Video zumindest. Ich werde natürlich mal gucken, was die KI hergibt. Also wenn ich da jetzt allen davon fahre bei 80, dann ist die KI zu schwach. Da muss ich höher stellen. Und wenn die KI mir wegfährt, muss ich niedriger stellen für meine Karriere. Ja, das ist ja super, ne? Wie das lädt.
So, dann sind wir hier, das Willkommen kennen wir. Im Team. Ich bin Olli, der Leiter unserer F&E-Abteilung. Ich werde dir dabei helfen, die Leistung zu bringen, die das Team von dir erwartet. Wenn du das schaffst, werden wir gut miteinander auskommen. Dein Arbeitsplatz ist fertig eingerichtet. Enttäusch uns nicht. Weiter zur nächsten Session. Training. Da oben geht noch was. Da können wir noch F&E machen. Da können wir noch Teile einbauen. Reifenaufteilung. Sieht immer gut aus. Kann ich da überhaupt irgendwas ändern? Weiß das gar nicht. Ich glaube, viel Reifenauswahl hast du nicht. Geh einfach mal zurück. Mal gucken, wenn wir das machen, ob wir Interviews geben müssen, ob wir irgendwo auftauchen. Einfach nur angezockt. Hier, ne? Das ist kein richtiges Let's Play. Nicht, dass einer denkt, ich starte jetzt hier die große Karriere mit Mercedes. Ich überlege noch, ob ich es wirklich Let's Playen soll. Ich kämpfe so ein bisschen damit. Ich denke aber, ich hätte schon Bock drauf. Hallo und willkommen zu Paddock Pass, unserer Vorberichterstattung zum ersten Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft 2021. Und ich muss sagen, es ist schön, wieder hier zu sein. So wie jedes Mal herrscht auch heute eine Atmosphäre wie beim ersten Schultag nach den Sommerferien. Und doch ist es irgendwie erfrischend, endlich wieder ein bisschen Normalität in eine Welt zu bekommen, die etwas surreal geworden scheint. Also, diese Saison sollte es mehrere Reglementänderungen geben, aber die wurden verschoben. Und das ermöglicht es den Teams dieses Jahr ein weiteres Mal unter, naja, sagen wir beinahe gleichen Bedingungen zu zeigen, was sie können. Doch wer Erfolg hat, liegt letzten Endes wieder an ihnen, den Fahrern. Ihre Autos sind denen in der letzten Saison sehr ähnlich und man kann davon ausgehen, dass sie durch die Bank bei Erfolg den Ruhm für sich beanspruchen und sagen, dass es nur an ihnen gelegen hat und nicht am Auto. Aber andersherum wird es bei Misserfolg für sie umso schwieriger, sich in irgendeiner Form aus der Verantwortung zu stehlen. Und eine weitere Frage wird sich uns stellen. Und zwar, ob eines der Teams das Unglaubliche, oder sollen wir sagen, das Unmögliche geschafft hat und es gelungen ist, sich über den Winter etwas einfallen zu lassen, das ihnen einen Vorteil verschafft hat. Wie immer können wir es kaum erwarten, dass die Saison losgeht. Aber fürs Erste war's das. Bis bald. Also es ist stimmungsvolle Einführung, aber es sind halt Cutscenes, ja. Es ist halt... Ja gut, ich will nicht meckern. Es ist stimmungsvoll. Es ist stimmungsvoll. Dass die Ränge da so voll sind und dass die Leute keine Masken tragen. Schwierig. Das erste Rennen der Saison ist immer etwas schwierig. Wenn es eine Simulation sein soll. Aber auch für das Team in der Werkstatt, da das Auto nach dem Wintertest zum ersten Mal gefahren wird. Je konstanter dein Sprit verbraucht ist, desto mehr hilft uns das weiter. Ah, das sind wieder die tollen Tests. Ja, Garagentutorial. Ich muss es machen, ich komme nicht raus. Ich muss mir das Ganze hier angucken, auch wenn ich eigentlich weiß, wie es geht. So, wir gucken mal rein. Ressourcenbelohnung, Entwicklungsboni. Ah, das ist neu. Das ist neu. Gehen Sie bis zu 5 Runden auf der Strecke normalen Renntempo ab, damit Sie Benzinlast-Boxenstopp-Strategie ermitteln können. So, das heißt, ich kriege 100 Ressourcenpunkte bei gutem Benzinmanagement, 200 Ressourcenpunkte bei optimalem Benzinverbrauch und kriege Entwicklungsboni auf Motorleistung, Gewichtsreduzierung und Gewichtsreduzierung. Das heißt direkt Boni.
So wirklich blicke ich das Ganze nicht. Den Entwicklungsboni. Naja, ich habe ja zum Glück nochmal privat die Zeit. Oder mit Taste 11. Oh Gott, wo ist Taste 11? So, für das Abschließen von Trainingsprogrammen erhältst du Ressourcenpunkte, für die Upgrades verwendet werden können. Außerdem kannst du bei jedem Programm diverse Entwicklungsboni verdienen. Diese liefern deinem F&E-Team wertvolle Erkenntnis, was die Leistung deines Autos angeht, sodass die Upgrades billiger werden. Also, das klingt schon interessant. Und es gibt nur noch drei Trainings. Es gibt nur noch Reifenmanagement, Benzinmanagement und Rennstrategie. Nicht mehr 500.000 Trainings, aber dafür musst du 5 Runden fahren. Nee, auch nicht. Ah, was du geschafft hast, also ob du schnell genug warst für die 2 Ressourcen, wäre dann 2 von 5. Und wenn du die Sachen abgearbeitet hast, hast du 5 von 5. Und hier fährst du 3 Runden. Beim Benzinmanagement. Ja, sieht eigentlich ganz interessant aus. Ah, ich habe Standardspieler, ja. Ich verstehe schon. Standardspieler ist in der Garage. Sorry, ich muss lachen. Ja, also, wir haben ein paar Änderungen gesehen, die wirklich interessant aussehen. Und wie das Ganze im MyTeam-Modus aussieht, das wird man dann sehen, wenn ich wirklich ein Let's Play anfange. Ich vermute mal, ja, das dürfte dann auch bald losgehen. Ich muss nur mal gucken, wie ich das noch irgendwie in meinen Upload-Plan mit integrieren kann. Rein theoretisch dürfte es kein Problem sein, das zu machen. Und dann hoffe ich, dass das Spiel mich nicht ärgert. So wie es mich heute schon eine Stunde geärgert hat. Wo ich dann feststellen musste, dass es vors Feedback nicht geht. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bin hier an der Stelle erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten hier zu dem Spiel. Ich habe nur deshalb Zugang, weil ich die Deluxe-Version habe. Habt ihr selbst die Deluxe-Version, braucht ihr diese Infos nicht mehr. Aber wer mit dem Gedanken kämpft, sich eventuell das Spiel zu leisten, zum Release, für einen günstigeren Preis, der hat jetzt gesehen, was der Singleplayer-Modus bietet, wenn ihr eine Karriere fahrt und was es so für Änderungen gibt. Ich finde die Änderungen eigentlich ganz interessant. Also dieser große Talentbaum, nenne ich es mal, den wir hatten für die Verbesserung von Fahrzeugen, ganz knapp runter auf, du hast 4 Sachen, wo du Punkte investieren kannst. Also entschlackt. Du hast nicht mehr die Komplexität drin, du wirst nicht mehr erschlagen mit der Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten, was gut ist. Ja, was wirklich gut ist. Und auch bei den Trainings hast du keine 95 Trainingssessions mehr. Was ist jetzt mit meiner Stimme los? Keine 95 Trainingssessions mehr, die du alle in 30 Minuten abarbeiten musst. Also das hier ist jetzt ein deutlich besseres Training. Wenn du richtig gut bist, kannst du in einem Training alles abarbeiten und hast im zweiten Training Zeit, dich wirklich darauf zu konzentrieren, dein Setup zu bauen oder dein Auto zu verbessern. Oder vielleicht im ersten Teil dein Setup zu bauen und das Auto zu verbessern, erst im zweiten Qualifying oder im zweiten Training erst die ganzen Tests abzuarbeiten. Es sieht so aus, als ob dir wirklich Trainingszeit bleibt und du nicht nur beschäftigt bist, irgendwelche seltsamen Tests abzuarbeiten, wie es in den Vorgängern war. Finde ich wirklich besser. Man muss die Entwickler loben, sie haben das Spiel in die richtige Richtung gebracht. Auch was das Fahren angeht. Ich bin ja jetzt jemand, ich bin ja eigentlich fast nur noch iRacing gefahren am Schluss. Wegen dem Fahrverhalten. Also ich finde, das Fahrverhalten hier ist wirklich, es hat was. Es ist, ich bin gerade irritiert. Regnet es hier rein ins Cockpit? Versuche gerade mal zu gucken, ob das Bildfehler waren oder ob da irgendwas Wassermäßiges. Da wieder. Vielleicht sind es auch Hallos, ich habe keine Ahnung.
Naja, was wollte ich sagen? Also das Fahrverhalten ist insgesamt, finde ich, doch schon sehr viel besser. Also ich habe das Gefühl, ich spüre, was das Auto tun will und habe eine bessere Möglichkeit, darauf zu reagieren. Bin mal gespannt, ob das irgendwas hilft. Wenn die KI jetzt noch ein bisschen nicht ganz so aggressiv ist wie in der letzten Saison, dann könnte das ein schönes Let's Play werden, mal wieder seit langem. Aber ich bin hier erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye.